So. Das ist unheimlich. Sehr unheimlich. Ich würde sehr gerne Town Portal sprechen können. Also auch wenn Gegner da sind, so schnell weg können. Aber das können wir erst, wenn wir die Mission hier gemacht haben und Talana Großmeisterin ist. Was war das? Okay. Das sieht nicht gut aus. Oh, Litsche. Ja, nee. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hier sind wir definitiv falsch. Das werden die hohen Magierschulen sein. Mächtiger Litsch. Nee, weg. Weg, 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 weg. Was jetzt auch dreist wäre, wenn wir hier einen NPC aufschnappen würden. Das ist einfach auf der Straße jemanden ansprechen. Willst du mitkommen? Aber ich denke mal, dann würden wir sichtbar werden. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind da rein und da rausgekommen. Kommen wir so auch wieder zurück? Nein. Okay, das könnte interessant werden. Da oben ist der Eingang gewesen, glaube ich. Da ist der Teleporter. Da kommen wir raus. Wenn wir da rauskommen, kommen wir hier wieder rein. Wo auch immer hier ist. Da sind schon mal wieder die Damen. Wie lange hält die Unsichtbarkeit eigentlich? Eine Stunde, 4 Minuten noch. Das ist nicht so lange. Und hier ist ganz schön viel Lava. Herberge war das gerade. Und das ist kein Gehege. Wir suchen irgendwas Lochartiges in diesem großen Loch hier. Und da müssten dann die Monster von denen sein. Und darin der Zauberspruch. Nee. Nee, 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 nee. Hier sind wir falsch. Das ist wieder irgendein sozialer Ort. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Gleich ist der Spruch weg. Wir haben nur noch 43 Minuten. So schnell ging das. Genau, hier raus. Gucken, wo der Teleporter uns hinbringt. Und dann sollten wir uns irgendeine Stelle suchen, wo wir keine Gegner haben. Jedenfalls nicht in der Nähe. Und uns raus teleportieren. Ich weiß ja... Oh. Ich weiß ja nicht. Wir können einfach neu sprechen, oder? Du, Zauber. Unsichtbarkeit. 1 Stunde 49. Ja, sehr schön. Wo sind wir jetzt? Ganz woanders. Das sieht aus wie das Schloss von dem Oberbösewicht. Da wollen wir nicht hin. Das stimmt nicht hin. Also genauso wie es oben in Celestia ja den Hauptmagier gibt, wird es hier den Hauptnekromanten geben. Und den... Warum kommen wir nicht hoch? Das ist komisch, okay. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Also, der Teleporter hier macht einmal eine Reihe von 4 Teleportern durch und führt dann wieder hierher zurück. Damit kann man arbeiten, okay. Jetzt gucken wir mal nach der eigentlichen Brutstätte, wo wir hinwollen. Eine Trainingshalle? Okay. Ja, natürlich, die haben alle Geschäfte hier, die es oben auch gibt. Aber primär halt nicht so nah beieinander. Mit einem Grund, warum ich für den ersten Playthrough jetzt für das Gute entschieden habe. Die Stadt ist einfach praktischer. Oh, oh. Okay, man sollte die Leute nicht anrempeln. Das sah sie gut aus. Hops. Brutgehege. Ja, okay. Oh. Ein Feuerelementar. Implosion gegen Feuer. Eigentlich sehr effektiv. Kein Sauerstoff mehr. Hirnschlag? Nein. Säurestrahl? Ja, okay. Das heißt, nur unsere Klerikerin. Warum läufst du weg? Du mach den mal... Nein, nein, nein. Du mach den mal nicht mit zu deinem Standardspruch. So.
Ah, putsch. So, wir müssen jetzt hier den Eingang sichern. Damit wir einen Platz zum Schlafen haben in der Nekromantenstadt. Das tut irgendwie weh. Du. Kraftheilung. Flammenwerfer. Flammenhüter. Das sieht verdächtig aus. Macht aber nichts. Das muss aber irgendwas machen. Da unten sind die Monster, okay. Ich denke aber nicht, dass es der Plan sein kann, dass wir direkt zu den Monstern runterspringen. Also mache ich mal einen Mauslook aus. Und klicke hier ein bisschen dran rum. Nee, hier ist nichts. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Oh, Feuer. Warum kommt hier Feuer angeflogen? Oh. Ja. Jetzt ist egal, wie stark wir denken, dass sie sind. Wir müssen gucken, wie stark sie wirklich sind. So weiß jetzt aber sehr machbar aus. Oh, und wir können hier auch wieder Gedankenschlag aktivieren, richtig? Gucken wir mal. Hirnschlag? Nö, kein Schaden, kein Hirn. Okay. Dann halt nicht. Der kleine flieht. Also klein in Anführungszeichen. Und der große ist tot. So, wir können aber nicht hier schlafen. Was nicht so schön ist. Vielleicht können wir nach ihm hier schlafen. Nach den beiden hier schlafen. Platt. Das ist ein Feuerelementar. Das ist ein Haufen Asche, wenn er tot ist. Das ist ja. Ja, doch, ist ziemlich platt. Hm. Warte mal. Ah, wir kommen. Fast wieder hoch. Aber auch nur fast. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier uns einmal durchkämpfen können mit unserem momentanen Zustand. Oh. Kocklinge? Okay. Ja, genau. Noch so ein Ding. Aber auch hier nichts. Und wir sind gleich wieder am Anfang. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, wir sind wieder am Anfang und können schlafen. Das ist sehr schick. Wir hätten gerne Schutz vor Magie. Licht. Waha. Bewahrung und dann die ganzen Lichtzauber. Aber die zauber ich zwischendurch. Jetzt müssen wir rausbekommen, wo es hier weitergeht. Weil das kann es nicht gewesen sein. Zum einen haben wir Gegner noch, die auf uns schießen. Oder war das eine Falle? Das war eine Falle, ja. Zum einen haben wir noch irgendwo Gegner in der Nähe. Das spüren unsere Helden, ja. Und zum anderen haben wir den Zauberspruch noch nicht. Wir können nochmal hier rumlaufen, aber hier unten war auch nichts. Sehr komisch. Also ich denke, bei einem der beiden Altäre wird was sein. Hier im Wasser? Nö. Gar nichts. Aber ich höre hier Gegner. Fackel? Nee, Fackel auch nicht. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Aha, hier ist was. Au. Und zwar garstige Klingen fallen. Billige Kocklinge. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Und Feuerelementar.
Das tut irgendwie weh. Ja. Oh. Das sieht wichtig aus. Weg, 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 weg. Oh, 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 oh. Du, heil dich. Dich drücken wir, weil du bestimmt irgendwas Wichtiges machst. Was auch immer das ist. Und ich sollte hier mal ein bisschen näher ranzoomen. So. Da geht's weiter. Du, heil mal dich alleine. Und noch ein Raum mit einem Knopf. Wir merken uns einfach, wir drücken jeden Knopf, den wir sehen. Und falls wir dann später nicht weiterkommen, können wir den ganzen Knopf einfach nochmal drücken und somit in den Urzustand zurückkommen. So. Knopf ist gedrückt. Das hat jetzt auf der anderen Seite was aufgemacht, ha? Also wir hatten vorhin den Knopf gedrückt. Also in dem Raum hier hinten. Und dadurch ist im unteren Raum eine Wand aufgegangen. Jetzt haben wir im unteren Raum den Knopf gedrückt. Jetzt wird im oberen Gang eine Wand aufgegangen sein. Genau. Sehr schön. Gottes Eingriff. Tada. Fertig. Okay. Mir ist nur noch raus. Und es war definitiv wesentlich einfacher als die Stadt der Nekromanten zu zerstören. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Hier könnten wir irgendwo schlafen, oder? Ja, du zaubern. Stadtportal Celeste. Sehr schön. Mitte nach oben gehen. Da war irgendwo Schloss Lemmond. Ich glaube hier links rum. Ja, sehr schön. Den kriegen wir gleich unseren Großmeisterrang für Talana. Nein, wir kriegen erstmal die Aufstufung zum Erzmagier. Ich glaube, es war Erzmagier. Und dann können wir den Großmeisterrang für Wasser bekommen. Ja, dann haben wir den Stadtportal, den wir immer sprechen können, auch wenn Gegner in der Nähe sind, was tierisch praktisch ist. Und wir können Lloyd's Beacon uns besorgen, wovon ich jetzt ja schon ziemlich häufig gesprochen habe. Der ist aber auch praktisch, der Zauber. Muss ich mich nur daran erinnern, wo die oberste Wassergilde war. Und wir sind hier vollkommen falsch. Weil wir müssen nach Bracada. Ups. Du Federfall. So, du fliegen. Und jetzt würden wir gerne zur Schule der Zauberei. Ja, Details. Statt der Engel, statt der Zauberer. Das passt schon irgendwie. Da. So. Erzmagier. Das Buch. Meister Grey greift sich an die Ohren und springt voller Freude umher. Psst. So stellt man sich jeden Erzmagier vor. Ihr habt es geschafft. Oh, was für ein Tag. Ich bin so stolz auf euch. Ihr seid alle Erzmagier. Kaum bekommt er, was er will, schmeißt er mit Titeln um sich. Natürlich seid ihr das nur, wenn ihr vorher schon Magier wart. Ansonsten seid ihr eben alle die Gefährten des Erzmagiers. Aber das ist doch genauso gut. Und wen interessiert das schon? Ihr habt das Buch gefunden. Ach ja. Der Meister legt das Buch vorsichtig auf einen Tisch neben ein leeres Buch. Beide öffnen sich gleichzeitig und vom Tisch erheben sich ein Federkiel und nun beginnt er, das Text in das neue Buch zu übertragen. Ihr könnt die Kopie behalten. Außerdem solltet ihr auf jeden Fall die Lichtgilden von Bracada und Celeste besuchen. Aha. Also, kann Talana jetzt auch Lichtmagie sprechen? Warte mal. Hier war doch auch eine Lichtschule, oder? Ich glaube hier oben irgendwo. Trautes Heim, nein. Gilde der Erhellung, ja, da wollen wir hin. Ich will jetzt nur ganz kurz gucken, ob Talana jetzt Lichtmagie sprechen kann. Weil das wäre sehr praktisch, dann könnten wir nämlich die Buffs ein bisschen aufteilen. Weil wenn immer Lay alles zaubern muss, dann dauert das ewig. Weil halt der Cooldown
zu hoch ist bei den Zaubersprüchen, weil sie halt gerade sehr mächtig sind. Wobei wir dann auch wieder recht viele Fähigkeitspunkte reinpumpen müssen. Und das nur dafür, dass wir schneller buffen können. Hm. Willkommen in der Gilde des Lichts. Also, Gerugon kann Lichtmagie lernen. Das ist suspekt. Und sie kann Lichtmagie lernen. Wow. Okay. Lichtmagie. Kann sie sogar auf Großmeistertitel lernen. Das ist interessant. Und du kannst nur auf Normal. Ja, okay. Das wäre auch komisch gewesen sonst. Hm. Ja, das müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das machen. Also ob wir sie vielleicht mindestens auf Großmeister bringen, also 10 Punkte. Und danach in Ruhe lassen, damit sie nur ein bisschen buffen kann. Aber es sind halt dann 10 plus 9 plus 8 plus 7 und so weiter Punkte, die wir erstmal investieren müssten, was ganz schön viel ist. Aber das kann ich mir zwischenzeitlich überlegen. Jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.